Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des Dominger Magazins. Ja, ein bisschen verspätet wieder. Das kam 2 Tage vor unserem Urlaub an. Dann war ich dann auch danach schön krank. Und jetzt kommen wir endlich mal dazu, das nachzuholen. Aber schon mal eine kleine Info vorweg. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr die Kampagnen spielen, weil es so roundabout 2 Stunden mit Aufbau, Spielen, Abbau halt wirklich einfach in Anspruch nimmt. Und das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Also das ist dann doch recht viel Aufwand und ich komme nicht ganz dazu, das dann alles ja abzudrehen, zu machen, zu tun. Und deswegen werde ich das jetzt erstmal sein lassen. Wenn ihr meint, von wegen, ich muss mal die und die Kampagne aber noch spielen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann gucke ich mal, dass ich dann irgendwie so dazwischen mal irgendwie hinkriege, das zu spielen und aufzunehmen. Und dann gibt es dann nochmal da separate Videos dazu. Ob es dann irgendwie alle Kampagnen irgendwann mal als Spiel gibt, verspreche ich auf jeden Fall jetzt nicht, weil es, wie gesagt, doch ein recht großer zeitlicher Aufwand dahinter ist. So, aber jetzt erstmal hier zur Heft 38. Wir bekommen Vindiktoren. 5 Stück. Wir haben ja schon mal 5 Stück bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier dann auch eine andere Bauoption dann haben werden. Ich könnte eigentlich gerade mal, fällt mir ein, einfach mal meine Vindiktoren, die ich ja schon hier habe, mal hinstellen und dann kann ich sehen, ah guck mal, den habe ich schon so oder den habe ich anders, also mache ich den dann auch wiederum anders, weil ich immer gerne habe, wenn man da so ein bisschen Varianz hat und nicht alles gleich aussieht. Gerade bei den Vindiktoren gibt es ja auch noch das eine Modell, habe ich gerade gar keins hier, was es als Test-Mini bei GW gab. Da kann man immer noch ein austauschen und das ist dann doch ganz schön. Aber wie gesagt, immer ein bisschen Varianz. Was ich auf jeden Fall gucken werde, ist, dass ich die, das Schild hier diesmal anders mache. Das ist nämlich so ein bisschen ab hier vorne, das ist nicht richtig dran. Da werde ich ein bisschen drauf achten diesmal. Gab auch noch dazu in der Lieferung, ich weiß immer nicht, bei welchem Heft das ja beiliegt, einen nochmal größeren Spielplan. Also es wird nochmal größer, das Ganze. Ich meine, die Seite hier, die spannendere Seite, ist auch eine andere Seite, die hatten wir halt noch nicht. Also jetzt haben wir hier mit, ja, das müssen die Karadrons sein, ne? Diese Schiffe, Luftschiffe, da ein bisschen verrostet, abgestürzt irgendwie. Ich weiß nicht, in welchem Gebiet das jetzt hier spielt. Auf der anderen Seite ist halt hier wieder auch das Ödland, was wir ja sonst schon hatten. Nur ein bisschen mit anderen Krimskrams da drin verteilt, Steine und Schädel und was weiß ich nicht alles. Hier so ein Schild der Wandstreißer. Das war in der Lieferung mit dabei. Und einmal jetzt hier die Armee von Carmon. Die Karadons, die Zwerge, die mir nicht so gefallen, weil sie einfach so komplette Steampunk-Zwerge sind. Man sieht eigentlich nichts vom Zwerg, man hat immer nur Rüstung. Das gefällt mir einfach nicht. Es gibt irgendwie bei AOS keine Zwerge, die so meinem Bild von Zwergen entsprechen, wie bei zum Beispiel Markus Heitz die Zwerge oder World of Warcraft die Zwerge halt. Das gefällt mir einfach nicht so sehr. Was ich sehr, sehr arm finde, ist der Druck. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich tue es mal näher ran. Da seht ihr ganz bestimmt, was ich meine. Also die Schrift, die kann man gut lesen. Aber warum zum Kuckuck ist denn da alles so verpixelt? Also wer hat denn da bitteschön sich gedacht, jo, das ist mal eine geile Karte. Machen wir mal einen Pixelsalat draus. Aber die Schrift, wie gesagt, vollkommen normal. Kannst du ja auch sparen. Ganz ehrlich, also soll ich das jetzt hier freirubbeln oder was? Das Spiralkreuz war einst das stolze Herz des Reichs des Metalls. Jetzt ist es eine verzerrte Landschaft, verändert durch den magischen Mahlstrom in der Mitte und umkämpft von zahllosen mächtigen Armeen. Alle wollen den Reichtum der Spiralkreuzes für sich, doch viele werden nur ihren Tod finden. Ja, ist da, sieht man da alles nur in Minecraft Pixel-Look oder was? Also das finde ich echt Driete, ne? Ich weiß gerade gar nicht, könnten eigentlich mal gucken, es müsste doch, wenn wir schon gerade dabei sind, im Grundregelbuch müsste es das doch eigentlich auch geben, oder?
Reiche der Sterblichen. Wie nennt sich das Ding nochmal? Spiral. Irgendwas mit Spiral. Grün. Tja, das steht jetzt hier. Zu den Reichen der Sterblichen. Leider so gar nicht mit dabei. Ja, für die Fraktion, Grundregeln. Gehen wir einfach mal 3. Aufklappbar. Seite 33 fängt das an. Die Reiche der Sterblichen. Da. Das Spiralkreuz. Da ist es. Ist definitiv hier nicht so verpixelt. Besser schon zu erkennen als auf dem Ding, was wir jetzt da so bekommen haben. Jetzt bräuchte man natürlich irgendwie so einen Querverweis. Und das ist jetzt hier Camons Goldenes Reich. Da gehört dazu. Gucken, ob wir das jetzt hier irgendwo nochmal detaillierter sehen. Hier, sowas suche ich halt gerade, ne? Große Dürre. Wo ist die Weite? Ruhe der Bestien. Da, Camon des Reichs. Das ist doch ja das gleiche. Ja. Das ist doch eine vernünftige Karte. Man sieht jetzt auch nicht so viel, ne? Also man sieht hier nur die Städte. Aber das ist halt nicht so ein Augenkrebs hier. Also. Was soll das? Gibt doch sowas hier. Naja. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Habe mir das nicht vorher angeschaut. Deswegen so ein bisschen abschweifend. Aber das ist wirklich einfach Sätzen 6. Gut. Den Text dazu kann man aber trotzdem natürlich genießen, lesen. Oder man hat halt so ein Grundregelbuch. Da steht bestimmt das Gleiche und noch mehr drin. Aber wie gesagt, Vindiktoren. Das dürften, müssten letztendlich, wie gesagt, derselbe Gussrahmen sein, wie ja schon in. Na, was hängt denn hier? Im dritten Magazin, meine ich, war das. Aber langer Gussfaden ist das. Ich meine, das dritte Magazin hatten wir die Vindiktoren. Wir haben ja keine andere Waffenoption, ne? Also dann sind das ja, das ist eine ganz andere Einheit. Also können da jetzt nicht Annihilatoren oder was draus machen. Von daher ist da die Varianz nicht. Was Varianz ist, müsste beispielsweise den Kopf hier, den habe ich nicht verwendet. Und das sind dann halt, wie gesagt, die Sachen, die ich gucken werde, dass ich hier es halt anders mache. Wahrscheinlich jetzt von der Waffen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. So, das hier ist der Chefspeer. Gibt es hier noch einen anderen Chefspeer? Ja, hier sind zwei verschiedene Speere. Ist halt die Frage, ob man auch die Arme so tauschen kann. Dann hätte den halt auch ein bisschen anders. Mal gucken, welchen haben wir denn hier? Müsste der sein. Den müssten wir verbaut haben an ihr. Ich meine, das ist ja sie, aber ist ja auch eigentlich egal. Und dann müssten wir jetzt den am besten nehmen. So werde ich an die Sache rangehen. Und wieder gucken, da ein bisschen Variation in die Vindiktoren reinzubekommen. So, schauen wir uns mal das Heftchen selber an. Wir haben etwas über Endloszauber und wie man sie jagt. Endlos Zauberer und wie man sie jagt. Hexenjäger des Ordens von Azyr sind tapfere Sterbliche, die Sigmar treu ergeben sind. Sie gehören zu den wenigen, die in der Lage sind, diese gefährlichen Zauber zu zerstören. Aha. Es gibt ja so eine ja, Anime-Reihe, so ein bisschen was gesehen mit so einem Hexenjäger. Aber was die sonst so machen, keine Ahnung. Die waren mal auch in dem einen Buch. Mit Gotrek, also nicht mit den Skaven, sondern das andere, was ich da habe. Da war ganz am Anfang auch ein Hexenjäger. Der hat es aber nicht lange gemacht. So, und wir haben wieder was zum Würfeln. Ich habe auch diesmal wieder einen Würfel-Dice-Würfel.
die Nummer 2. In diesem sterblichen Leben war dieser erste Vindictor ein meisterhafter Gladiator, der viele Wettstreite gewann. Stopp. Also, wenn es danach geht, haben wir hier definitiv schon mal einen anderen. So, also Banner haben wir nur das gleiche. Also, hier sind auch andere. Ja, da hat der Bannerträger einen Helm, der hat der dann nicht. Der Helm ist wieder gleich, aber der Arm ist, hat eine andere Position. Das Schild, ja gut, das habe ich ja wie gesagt ein bisschen verkackt zu kleben. Von daher gehen wir mal davon aus, dass wir hier ein bisschen andere Varianz schon hinkriegen. Wie gesagt, auch schon, wenn die Köpfe jetzt anders sind. Das ist ja die Frage, wie es in der Anleitung ist. Aber bei den, bin auch optimistisch, die Hauptgottschlüssel hatten sie auch die andere Variation reingetan. So, dann würfeln wir mal noch hier. Die 5. Diese Vindiktoren üben das Laufen und Klettern in Rüstung, um sich für gefährliche Gelände einen Vorteil zu verschaffen. Ja. So sieht's aus. Champions von Ulgu haben wir hier. Das sind, Hexenkriegerin, die Kane, dem Gott des Mords. Also das sind dann die Töchter des Kane, die hier drauf sind. Und es hat dann wieder so eine Tabelle zum, ja, Erwürfeln kann man es ja machen, quasi als wie drei Würfel. Oder sich auszusuchen, was man gern haben möchte. So, da bauen wir die Vindiktoren zusammen. Und der hatte definitiv den anderen Speer. Das ist schon mal gut. Der hat da auch den Helm auf, nicht den anderen Kopf. Ich weiß jetzt nicht, die Anleitung habe ich wieder nicht im Kopf. Das sind diese Zusatzdingens, die kann man sich ja frei entscheiden, wo du sie reinsteckst. Aber ich meine, ich hätte die damals nach Anleitung auch mit den Köpfen gemacht. Und dementsprechend haben wir jetzt dann hier, definitiv sehen die alle anders aus. Hier vorne. Dann haben wir eine unsere Variation in der Einheit drin. Ja, Bemalung von Vindiktoren. Haben wir doch eigentlich schon alles, ne? Also nicht nur, dass ich die sowieso schon angemalt habe, sondern dass die Bemalanleitung müssen wir doch schon längst gehabt haben. Oder kriegen wir jetzt tatsächlich erst hier mit den anderen Farben? Von wegen, ihr macht das auch mal noch so. Das ist interessant. Vindiktoren der Eisenkrieger. Das ist einfach mal eine komplett andere Farbvariante. Einfach in Rot. Ich werde sie so definitiv nicht bemalen. Ich mache das mit dem Gold. Aber das kann man natürlich auch machen. Ne? So kriegt man natürlich auch nochmal ganz andere Variationen, indem man einfach sagt, das ist eine Einheit der Eisenkrieger. Aber mir gefällt das Farbschema nicht. Ich hatte schon mal andere Farbschemen auch gesehen von Vindiktoren. Die haben mir alle nicht gefallen. Also da bleibe ich bei denen. Bei den klassischen. Was ich cool finde, sind die von der Skaven Tide Box, wo die einfach alles in Silbern sind. Das wiederum finde ich cool. Da werde ich wahrscheinlich meine schon geschmiedeten auch tatsächlich so wie auf dem Skaven Tide Boxart bemalen. So, was haben denn Prädiktoren für eine Taktik? Sie haben einen hohen Schaden, gute Verteidigung, aber wenig Modelle. Sind halt nur 5. Sandes Wahrsucher, hoher Wundenwert, hohe Flexibilität, wenige Modelle. Ja, sind halt auch wieder nur 3 Modelle und plus den Vogel. Aber die können schon gut austeilen, das haben wir schon gesehen. So, dann haben wir jetzt hier im Schneesturm. Das ist halt fürs Inventar 10 Vindiktoren, 5 Figeloren und 4 Prätoren. Killerboss, Peakscott, 20 Hauptgottschlitzer, 10 Wandstreißer und Bestienkillerbogen. Und halt auch wieder mit der großen. Und hier sieht man auch neue Spielmatte. Das wird halt auch immer größer. Was natürlich auch, mein Platz ist ja schon sehr begrenzt. Und das war schon, ist schon eine ganz enge Nummer. Das passt, denke ich mal, auch hin. Aber da kann ich mich noch weniger drum bewegen, noch weniger drum parat stellen und sonstiges. Das ist schon alles sehr, sehr krass. Aber das ist eine interessante Aufstellung von 4 Punkten und Zerstörung in der Mitte.
haben wir hier irgendwie einen Twist. Eiskalter Wind setzt deinen Truppen zu. Inmitten der herumwirbelnden Schnees fallen die schwach eingefroren durch die gnadenlose Wetterbedingung. Werft am Ende jeder Schlachtrunde einen Würfel für jede Einheit, ausgenommen der Hauptbrotschütze und der Vindiktoren. Bei 4 plus erleidet die jeweilige Einheit eine tödliche Wunde. Okay. Das kann natürlich doof sein. Hier ist interessant, hier der Nexus-Brunnen, das ist ein Geländeteil. Den großen, den habe ich auch in der Lieferung ja jetzt mit drin. Da steht ja schon recht viel auf dem einen Schlachtplan. So eine Aufstellung könnte man natürlich dann auch nochmal spielen, wobei es echt eine Menge Modelle sind. Ah ja. Dann würde ich sagen, baue ich die ganzen jetzt mal auf. Dann vergleichen wir die auch mal mit den alten. Und dann im Fazit schauen wir mal, was uns denen auch besser gefällt, mit Helm oder ohne Helm. So, das war's mit dem Heft 38 des Dominik-Magazins. Ja,
Wir haben tatsächlich doch ein bisschen Variation. Ich habe auch mich deren beiden Arm vertauscht, aber das tut sich gar nicht mal so viel. Es ist schon recht ähnlich, so wie die den Speer halten. Ist ein bisschen anders geneigt und so. Das passt alles trotzdem. Aber die hatte ich irgendwie vertauscht, weil der gehört eigentlich da und andersrum halt. Hier haben wir ja eigentlich bei dem ja, so ein, ja, so einen weiblichen Charakter. Das erkennt man auch wirklich mal den Unterschied. Eine Brustplatte und der hat hier auch mehr so ein Bart als Helm. Ne? Das ist ja ein Helm, aber so ein Bart. Und wie gesagt, die Brustplatten, die sind hier doch etwas anders ausgebildet. Also da haben wir doch schon auch wie gesagt, ein bisschen Variation. Der Bannerträger, habe ich das Banner so ein bisschen anders gestellt. Ansonsten hat er ja noch nur den Helm. Anders, aber das fällt ja nicht so schnell auf mit dem Helm und so. Da habe ich gedacht, ein bisschen die Positionierung von dem Banner. Leicht anders. Hier ist eigentlich auch ein bisschen wieder die Positionierung vom Speer wieder. Ganz leicht anders. Aber auch wirklich nur minimal, genauso wie das Schild. Und wie gesagt, statt Helm haben wir hier den Kopf. Ja, aber man erkennt schon dann einen Unterschied. Bei den Hauptrottschlitzern will ich ja die Kordel andersfarbig machen. Bei den Clanratten mache ich auch die Stoffe anders. Aber die werden ja von den Farben grundmäßig schon gleich sein. Also deswegen hast du halt nur die Möglichkeit, die zu unterscheiden, indem du jetzt hier, sag ich mal, die Helme da hast, wo da so keine sind. Und dann hier halt ohne Helm. Und da sind sie halt mit Helm. Farblich werde ich da keine Varianz reinbringen. Also vielleicht könnte ich mir noch vorstellen, aber das wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn man jetzt hier den Schaft da ein bisschen anders macht. Zum Beispiel mit dem, das ist ja hier das Kornrett, oder meine ich. Oder, ne, Mephistoret müsste das sein, das Mephistoret. Und wenn man zum Beispiel das Burgundi dann jetzt nimmt, das hatten sie ja auch in den Bemalanleitungen, dann wird es schon anders aussehen. Die Feder könnte ich mir vorstellen, noch eine andere Farbe zu machen. Aber die Feder fällt da schon mehr auf. Nur jetzt hier, wie gesagt, der Schaft von den Speeren. Ich glaube, das fällt gar nicht so krass auf, ob das jetzt hier das Mephistoret oder das Burgundi ist. Ich glaube, ich werde es mal ausprobieren mit dem Burgundi und dann hat man da vielleicht noch ein bisschen Farbvarianz drin. Ja, ansonsten jetzt hier, wie gesagt, 5 Finiktoren dazu. Kann man jetzt nicht groß was anderes zu sagen. Kennen wir ja schon. Und als nächstes bekommen wir das Reikland Flash Shade. Das habe ich mir schon gekauft. Die sind auch damit tatsächlich auch geschadet. Weil mir das in Solingen der Store Manager gesagt hatte damals von wegen, dass du das Gold halt damit gut schäden kannst. Ich meine, die hätte ich damit schon geschadet und nicht erst die anderen mit Arad, also dass die hier mit Arad Orc Shades geschadet sind. Ich meine, das war auch schon mit dem Burgundi. Weil viele von den Stormcast habe ich ja noch nicht angemalt. Und dann bekommen wir hier noch ein Shade, das Entoran Comm Shade. Das habe ich noch nicht. Es ist ein Grün und das ist schon mal ganz gut. Da kann ich ein bisschen was Grünes auch für die Skaven und so noch anders shaden. Ja, das war's für heute. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wie gesagt, vor allem die Meinung zu mit den Kampagnen, dass ich die jetzt wieder erstmal weglasse, ist zeitlich bedingt. Wenn ihr sie aber irgendwie sehen wollt und da Interesse halt dran habt, dann schreibt es mir wieder in den Kommentaren. Dann gucke ich, dass ich das irgendwie getrennt davon irgendwie von nochmal andermal aufnehme. Aber so werde ich wahrscheinlich in den Heften jetzt erstmal nicht wieder machen, weil es einfach wieder zeitlich so ein Riesenaufwand ist, das Ganze dann zu machen. Ich hänge einfach mal zu sehr hinterher und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte das aufholen. Und wie gesagt, die Spiele kann man dann auch nochmal als extra Video irgendwie ruhig machen, wenn dir da Interesse dran besteht. Okay, ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, joint gerne ins Discord. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.